Herzlich willkommen schon im Modul C zum Thema Social Publishing. Und heute beschäftigen wir uns in der ersten Episode mit dem Thema Blogging. Im Endeffekt, alle von Ihnen haben jetzt einen Blog und haben schon ein bisschen Blogblut geleckt sozusagen. Wir versuchen es heute noch ein bisschen systematischer zu machen und Ihnen im Grunde zu erklären, was Sie da eigentlich machen und warum Sie das machen. Was ist ein Blog? Blog ist eine Art Online-Journal, vorrangig in Textform. Schön aber, wenn es Bilder hat und Links zu anderen Informationsressourcen im Netz. Ein Blog sollte häufig aktualisiert werden. Das muss nicht täglich sein, aber es sollte auch nicht irgendwie ein halbes Jahr zwischen jedem Post passieren. Web steht fürs Internet und Blog fürs Blogbuch, Weblog, und dann wurde daraus kurz der Blog. Insbesondere dort werden eigene Gedanken dargestellt, meistens zu bestimmten Themen. Also man hat irgendwie einen thematischen Inhalt für seinen Blog. Und da sucht man dann vielleicht dann auch Fundsachen aus dem Netz und stellt die zur Verfügung. Es muss nicht unbedingt wie ein Tagebuch sein, es kann wie ein Tagebuch sein. Wenn Menschen von der Blogosphäre oder der Blogosphäre sprechen, dann meinen sie damit die Gesamtheit aller Blogs. Man kann 7 Bestandteile der Weblogs identifizieren. Den Mandy Schiefner hat das mal gemacht. Also eine umgekehrt chronologische Reihenfolge, das heißt, die neuesten Beiträge stehen oben und je weiter man in die Vergangenheit will, muss man zurückgehen in den Beiträgen. Es gibt einen eindeutigen Link pro Beitrag, das heißt, dieser Beitrag hat eine feste Adresse, über die man das dann zum Beispiel auch in der Suchmaschine finden kann. Man kann einen Kommentar abgeben, ganz wichtig, Blogs leben davon, dass sie kommentiert werden. Das kann man entweder auf der Seite machen, das wäre dann der direkte Kommentar, oder dass man auf diesen Blog-Eintrag verweist aus einem eigenen Blogbeitrag auf seinem eigenen Blog, und das wird dann automatisch durch die Blog-Software angezeigt. Das war ein sogenannter Pingback und die erscheinen auch bei den Kommentaren unten. Und da sieht man, wo jemand noch diesen Blogbeitrag erwähnt hat. Man kann meistens Blogs noch ein bisschen ergänzen mit solchen Zusatzfeatures, Funktionalitäten. Das kennen Sie auch aus dem Simso-Blog. Da sehen Sie rechts, wie wir über die Veranstaltung twittern, wer welche Forenbeiträge geschrieben hat und so weiter und so fort. Neben den Beiträgen, den Artikeln, gibt es auch statische Seiten, die man auf einem Blog erstellen kann. Da macht man dann sinnvollerweise sein Profil oder das Impressum hin. Das sind Sachen, die andere Leute interessieren könnte und die sich nicht so schnell ändern. Die Inhalte in Blogs haben zumeist eine gewisse Subjektivität. Also das ist einfach die Meinung der Person, die das schreibt. Das ist nicht immer sehr, muss auch nicht sehr wissenschaftlich sein, sondern man schreibt etwas mal schnell hin. Das ist auch der große Unterschied, denke ich, zwischen Blogs und wissenschaftlichen Artikeln. Es gibt so eine gewisse Überschneidung, aber im Endeffekt ist es doch so, dass man einen Blog schneller schreibt. Einen wissenschaftlichen Artikel würde man häufiger überarbeiten, bevor man ihn überhaupt irgendjemandem zum Lesen gibt. Und er ist so eher so ein bisschen mehr für die Ewigkeit. Und die Idee des Bloggens liegt eher daran, dass man mal etwas hinschreibt und dann eher sich oft mit dann kommentiert darüber. Also es hat eine gewisse bisschen mehr Mündlichkeit als Schriftlichkeit, der Blog. Hier nochmal so ein paar verschiedene Weblogs-Typen, die es gibt. Also es gibt zum Beispiel Projekt-Weblogs, wo man ein Projekt dokumentiert. Warblogs sind Kriegsberichterstattung, eng verbunden mit politischen Weblogs, wo man seine politische Meinung darstellt. Es gibt Seminarblogs, so wie wir das haben. Manche nutzen das als Tagebücher. Es gibt inhaltliche Blogs, zum Beispiel Bildungsblogs. Da geht es um Thema wie Bildung. Aber es gibt zum Beispiel natürlich auch Kochblogs. Es gibt Metablogs, die dann wieder andere Blogs wieder zusammenfassen. Und es gibt natürlich Newsblogs, die Nachrichten bebloggen. Und es gibt Knowledgeblogs, die tatsächlich dann ja, für sich Themen zusammenfassen. Um das noch ein bisschen anschaulicher zu machen, zeige ich Ihnen noch mal kurz ein paar verschiedene Blogs. Das war der Blog, den ich schon einmal kurz
vorgestellt habe von Mark Heckmann. Das ist ein typischer Lernblock. Mark stellt hier so ein bisschen seine Lernanstrengungen im Kontext von R, einer Statistiksoftware, vor. Und was man hier sehr schön sieht, also der zeigt hier, was er so macht und gibt meistens dann auch Code dazu an. Und jetzt gucken wir uns mal wirklich diesen Beitrag an, der exemplarisch ist. Dort wird die, stellt Mark dar, wie er eine grafische Darstellung, eine Infomap herstellt mit R. Und was man hier sieht, ist, dass er tatsächlich hier auch den Programmiercode darstellt, dann zeigt, was dabei rausgekommen ist und wie er das überarbeitet und wie das langsam immer besser wird. Und sehr schön sieht man jetzt hier unten Kommentare, wo die dann tatsächlich Rückmeldungen geben zu den Problemen, die er dort auch schreibt. Und hier sieht man auch, dass dann eine Person tatsächlich dann Vorschläge macht, wie man etwas anders machen kann. Und so kommt man in die Diskussion hinein, dass man dann nachher wirklich zu so tollen Ergebnissen kommt wie Marc. Das wäre so ein Beispiel für einen Lernblock. Ein eher Knowledge-Block ist von Helge Städtler, der, mit dem ich früher zusammengearbeitet habe, der jetzt am ITB, an der Uni Bremen arbeitet. Und der hat vor allem auch sehr schön Themen aufgearbeitet und dazu recht lange und immer wieder überarbeitete Artikel dargestellt. Gucken wir uns mal hier an. Also sehr ein, meiner Meinung nach, sehr, sehr lesenswerter Blog. Und hier tut Helge immer wieder über Dinge nachdenken, die vorstellen und erörtern. Und was ganz interessant ist, dass Helge hier eine ganz bestimmte Blogtechnik hat. Er macht nämlich Updates. Das heißt, seine Beiträge tut er immer wieder mit neuen Informationen ergänzen und macht dann nicht daraus wieder einen neuen Blogbeitrag, sondern tut hier weiter ergänzen. Also sehr schönes Blog und sehr interessante Art auch zu bloggen. Sollte sich auf alle Fälle anschauen. Das ist mein eigener Uni-Blog. Das ist so der Blog, wo ich eher darstelle, was ich gerade mache. Das zeigt sich dann daran, dass ich tatsächlich Dinge wie zum Beispiel einen Projektstart von einem neuen Projekt beblogge, dass ich zu Veranstaltungen ab und zu mal eine Reflexion mache, dass ich ab und zu, wie hier, einfach Präsentationen hochlade, die ich irgendwo gemacht habe. Und hier wieder eine Reflexion. Und hier habe ich mir eine Manöverkritik zu einer Lehrveranstaltung gemacht. Da hatten wir 3 Tage lang programmiert und das war eine EduHack-Veranstaltung und da hatte ich dann auch selber wiederum was, eine iPhone-Software programmiert und die habe ich dann in der Demo vorgestellt und auch das tue ich wieder auf meinem Blog. Also im Endeffekt eigentlich so ein bisschen dokumentiert, was ich in der letzten Zeit gemacht habe. Und ein weiteres Beispiel, auch wiederum aus meinem Bereich hier, das ist der Blog von Thomas Bernhard und Marcel. Und das ist gestartet als eine Dokumentation von einem Diplomarbeitsprojekt. Und die haben, wenn man mal hier nochmal runtergeht bei dem Videopodcast, die haben die Erstellung ihrer Diplomarbeit bebloggt und haben da sehr, sehr viel dann auch immer wieder Inhalte gepostet und haben sehr viele gute Kommentare gekriegt von der E-Learning-Community. Und ganz zum Schluss haben sie dann tatsächlich auch erfolgreich ihr Diplom verteidigt, haben das dann hier auch dann nochmal dokumentiert. Und hier sieht man dann nochmal ein Bild von den beiden. Und ganz interessant ist, wenn man sich das hier anschaut, ist, dass dann tatsächlich sehr viele Kommentare auch von anderen Wissenschaftlern da ist, die dann wirklich das auch gratuliert haben und sich daran gefreut haben. Und insofern ist das ein sehr schönes Beispiel für ein
Ja, im Grunde ein Examensblock, so könnte man das nennen.